Hallo und herzlich willkommen an der Gesamtschule Wattenberg. Ich bin Claire. Und ich heiße Toni. Wir sind beide in der Klasse G6B und wollen euch heute gerne einen Einblick in unsere Schule geben und zeigen, was euch demnächst so erwartet. Im gesamten Video seht ihr uns mit einem Mund-Nasen-Schutz sprechen, was uns wichtig ist, dass wir den Schulbetrieb auch weiterhin so aufrechterhalten können wie zuvor. Und nun kommt einfach mit, wir führen euch in unsere Klasse. Bevor der Unterricht beginnt, werfen wir schnell einen Blick auf den Vertretungsplan. Hier sehen wir, ob eine Lehrkraft vertreten wird oder ob der Unterricht in einem anderen Raum stattfindet. Das sind unsere vier Regeln. Langsam, leise, friedlich, freundlich. Also auch wenn wir ein wenig spät dran sind, rennen wir nicht über die Flure. Machen wir natürlich auch nicht. Das ist unsere Klasse, die G6B. Wir haben jetzt Englisch, also los, wir sind spät dran. Yes, we all get up. Hello, Miss. Sorry, we are late. Don't worry. Come in. Go to your seats, please. Okay. So then, good morning, boys and girls. Good morning, men. Yes, you can sit down. Hallo, ich bin Jonas. Und ich bin Zoe. Wir sind beide aus der G6B. In der weiterführenden Schule ändert sich für euch einiges im Bereich des Stundenplans. Hier möchten wir euch am iPad einen kleinen Überblick geben. Dies ist beispielsweise der Stundenplan einer 5. Klasse im Gymnasium. Ihr habt jetzt drei Hauptfächer, Mathematik mit 4 Wochenstunden, Deutsch und Englisch mit jeweils 5 Stunden. Zusätzlich wird im Gymnasium eine Stunde Englischkommunikation erteilt, die euch auf den bilingualen, das heißt zweisprachigen Unterricht vorbereitet. Den Sachkundeunterricht aus der Grundschulzeit gibt es so auch nicht mehr. Stattdessen findet ihr jetzt die Fächer Biologie und Erdkunde im Stundenplan. Stattdessen habt ihr außerdem 2 Wochenstunden Religion und insgesamt 3 Stunden Sport, davon eine Doppelstunde Schwimmunterricht. Weiter geht's im Stundenplan mit 2 Stunden Musik. Und da wir eine Schule mit Schwerpunkt Musik sind, könnt ihr euch im Rahmen des Musikunterrichts auch für das Erlernen eines Blas- oder Streichinstruments entscheiden. Dann dürft ihr in der Schulband oder dem Streichensemble mitspielen und bei vielen Auftritten mitwirken. Hierzu haben wir einige Fotos zusammengestellt. Unter der Abkürzung LRS verbirgt sich eine Förderstunde, die nur für die Schülerinnen und Schüler mit einer Leserechtschreibschwäche ist. Hinzu kommt eine Stunde Tutorium, im Stundenplan mit TUT abgekürzt, die von der Klassenkraft unterrichtet wird. Ihr könnt dann alle wichtigen Angelegenheiten besprechen, die die Klasse und ihre Gemeinschaft betreffen. Zum Beispiel das gemeinsame Erstellen von Klassenregeln oder auch die Planung von Wandertagen oder Klassenfahrten. Im Wahlpflichtunterricht, kurz WPU, wählt ihr euch für jeweils ein halbes Jahr in einem WPU-Kurs ein, zum Beispiel in den IT-Kurs PC-Führerschein, der von allen Schülern und Schülerinnen im Jahrgang 5 einmal belegt werden muss. Die anderen angebotenen Kurse sind frei wählbar. Hier möchten wir euch einen ersten Eindruck vom PC-Führerschein geben. Hallo, mein Name ist Steffen Seibert und hier sind wir im PC-Führerscheinkurs im Jahrgang 5. Jeder von euch, der auf die Gesamtschule Wattenberg gehen wird, hat im ersten oder im zweiten Halbjahr einen solchen PC-Führerscheinkurs. Hier lernt ihr, wie man die schulischen Computer einsetzt, wie man gut mit ihnen arbeitet. Außerdem erhält jeder eine eigene E-Mail-Adresse über Office 365 und wir lernen das hessische Schulportal kennen, in dem man wichtige Termine, zum Beispiel Klassenarbeiten oder ähnliches, herausbekommen kann. Heute suchen die Schüler Informationen im Internet. Sie sollen einen solchen Steckbrief ausfüllen und da kann man verschiedene Suchmaschinen benutzen. Und nicht immer ist Google das Beste. Wir wollen nämlich zum Beispiel Blinde Kuh einsetzen, eine Kindersuchmaschine. Ein besonderer Baustein im Stundenplan ist die Lernzeit, die 2-mal pro Woche stattfindet. Was sich dahinter verbirgt, zeigen wir euch im folgenden Video. Die Schülerinnen und Schüler schauen am Beginn der Lernzeit in ihrem Schulplaner nach, welche Aufgaben für den nächsten Tag anstehen. Sie sind meistens logischerweise in den Schulwochen notiert.
Die Reihenfolge der Aufgaben können Sie selbst bestimmen, selbst festlegen und auch so durchstrukturieren. Das hat natürlich auch sehr positive Lerneffekte. Der Hauptvorteil ist, dass ein sehr großer Teil der Klasse zum Ende der Lernzeit vollständig alle Aufgaben erledigt hat. Wir haben zweimal die Woche Lernzeit und in diesen Stunden können wir bereits einen großen Teil unserer Hausaufgaben erledigen. Dabei soll jeder still für sich arbeiten. Wir können auch mal beim Lehrer nachfragen oder unseren Sitznachbarn um Hilfe bitten. Ich mache gerade meine Aufgaben im Englisch-Workbook, sodass ich zu Hause nur noch meine Vokabeln abschreiben und lernen muss. Und für die Lernkontrollen und Arbeiten müssen wir uns natürlich auch zu Hause vorbereiten. Hier nun noch einmal der Stundenplan im Gesamtüberblick. Und wie ihr seht, gibt es für den Jahrgang 5 einen festgelegten Tag mit Unterricht am Nachmittag, der Donnerstag. Bevor der Unterricht am Nachmittag beginnt, nehmt ihr am Mittagsangebot teil. Ihr habt dann im Rahmen des Mittagsangebots im Wechsel eine Mittagspause, die ihr bei einer warmen Mahlzeit in unserer Cafeteria verbringen könnt, und einen Mittagskurs, in den ihr euch zu Beginn des Schuljahres einwählen dürft. Mittagssport auf dem Schulhof, entspannendes Lesen oder die Kreativwerkstatt sind einige der vielseitigen Angebote. Es gibt eine Vielzahl von Ansprechpartnern an der Gesamtschule Battenberg, die ihr nach und nach alle kennenlernen werdet. Da ist zunächst unsere Schulleitung mit Herrn Gast, unserem Schulleiter, und Frau Wuth-Heldmann, der stellvertretenden Schulleiterin. Frau Rosmeisel leitet den Gymnasialzweig, Frau Müller-Schönwälder ist die Realschulzweigleiterin und Herr Blanik ist für den Hauptschulzweig und den Bereich der digitalen Medien zuständig. Sie werden unterstützt von unserem Hausmeisterteam und den Sekretärinnen im Geschäftszimmer. Weitere wichtige Ansprechpartner sind für euch auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Beratungsteams und die Paten und Patinnen der 5. Klassen. Hallo, mein Name ist Sabrina Lückel und ich bin hier in der Gesamtschule Battenberg Schulsozialarbeiterin. Und ich bin Mario Schön-Bieber und bin hier Schulseelsorgerin. Genau, und wir beide begleiten euch in der 5. Klasse hier gemeinsam mit eurem Klassenlehrer oder Klassenlehrerin in der Tutstunde. Dort geht es vor allen Dingen um eure Klassengemeinschaft. Mit Spielen, Übungen und vielen anderen Dingen arbeiten wir daran, ein gutes Team zu werden und gemeinsam im Team zu arbeiten. Und manchmal kommen ja vielleicht auch Zeiten, wo ihr euch nicht so gut fühlt oder wo Streit gibt oder ihr jemanden zum Reden braucht. Genau, wenn euch irgendetwas Kopfzerbrechen bereitet. Wenn euch was auf dem Herzen liegt, dann haben wir beide ein offenes Ohr für euch. Und nicht nur für euch, sondern auch für eure Eltern. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Hallo, wir sind zwei Schülerinnen aus der Klasse G9a und im Rahmen des sozialen Engagements haben wir eine Partnerschaft für die 5. Klassen übernommen. Gerade in den ersten Wochen des Schuljahres sind wir wichtige Ansprechpartnerinnen für die 5. Wir unterstützen sie, wo wir können. Wir werden bei eurer Einschulung dabei sein und auch euren ersten Tag mitgestalten. Wir zeigen euch sämtliche Wege und Abläufe hier an der Schule und helfen euch auch bei kleineren Problemen. Wir werden euch auch bei musikalischen Veranstaltungen, wie beispielsweise eure weihnachtlichen Aufführungen und dem Sommerkonzert, unterstützen. Und wir nehmen auch gerne an Klassenveranstaltungen, zum Beispiel Wandertagen und anderen Aktivitäten teil. Apropos Klassenveranstaltungen. In der 5. Klasse steht auch noch die Klassenfahrt nach Limburg an. Dort erwartet euch ein buntes Programm voller Aktivitäten und anderen Dingen. Wir freuen uns auf euch. Und hier sind noch ein paar Eindrücke von vergangenen Limburg-Fahrten. Hallo, ich heiße Dominik. Und ich heiße Max. Wir wollen euch kurz mit in die Pause nehmen und euch das Außengelände zeigen. Begleitet uns einfach. Los geht's.
wir müssen rein. Es hat gedonkt. Der Unterricht fängt gleich an. Was haben wir denn jetzt? Mathe. Und zwar gleich die doppelte Ladung. Yeah. Komm, wir gehen. Liebe Fünftklässler, auch für eure reibungslose und vor allen Dingen sichere An- und Abfahrt ist an unserer Schule gesorgt. Dafür machen wir Busfahrbegleiter uns stark. Ihr findet uns zum Schulschluss an den jeweiligen Bushaltestellen und erkennt uns an unseren Warnwesten. Dort sorgen wir für ein geordnetes Anstehen und Einsteigen. An den Bushaltestellen sind die Wunschorte durchnummeriert. Im Infokasten rechts vom Lehrereingang könnt ihr euch nochmal selber genauer informieren. Selbstverständlich helfen wir euch in der Anfangszeit, eure richtige Haltestelle zu finden. Außerdem könnt ihr als Fünftklässler in der ersten Schulwoche ganz vorne in der Schlange anstehen. Eure Schulbusbegleiter wünschen euch einen guten Start an der GSB. Hallo, mein Name ist Jochen Jüngst. Ich bin Chemielehrer in der GSB. Ich hoffe, dass wir eure Neugier und Freude etwas geweckt haben. Denn es gibt noch ganz viel zu erforschen an der GSB. Zum Beispiel in den Naturwissenschaften. Hier zeigen wir euch beispielsweise den Chemieunterricht einer 10. Klasse. Viel Spaß!